bin Matthias Waser, bin 38, wohne in Helsinki, bin aber aufgewachsen in Gossau, Zürich, nachher in Zürich gelebt und bin der Gründer und Inhaber von Kolleg Clothing. Nach der ersten Ausbildung als Offset-Monteur, das war ja schon so ein bisschen der Wunsch gewesen, im grafischen Bereich hineinzusehen, aber nicht gerade Grafiker studieren, habe ich Schriftenmaler nachher gemacht als zweite Ausbildung und habe nachdem das Angebot bekommen, im No-Way Shop-Manager zu machen. Und habe dann quasi nach der Lehre gefunden, ja, wieso nicht, ich kann es ausprobieren und habe 4 Jahre dann als Shop-Manager für den No-Way gearbeitet. Und habe in dieser Zeit schon mega viel so ein bisschen Sachen designt, aber mehr so sketched und dann angefangen mich interessieren für Siebdruck. Dann ab und zu mal das Design gemacht und selber von Hand das gedruckt. Und dann habe ich extrem voll Passion bekommen, weil es auch in dieser Zeit so coole Skateboard-Brands wie Drawers, Clothing und gegeben hat. Dann haben wir einfach quasi eine Skate-Crew gehabt und ich habe für die Skate-Crew damals einfach so angefangen, Collect-T-Shirt machen. Und so hat das ein bisschen angefangen, meine ganze Geschichte mit dem Design und dem Brand. Wieso Finnland? Das ist eigentlich so quasi aus einem Umfeld passiert, dass ich mit einem Kollegen durch Skandinavien gereist bin. Dann hat eine, die ich kannte, war halb Finnin, hat uns gesagt, es ist eine Fähre, die kannst du von Stockholm auf Finnland, dass ich das wahrscheinlich auch noch cool finde. Ich habe mir nichts dabei gedacht, bin da rübergekommen und dann ist es von Anfang an voll geflasht, wie einfach alle skaten, dort mega viele gute Konzerte und recht viel halt Kunstdesign. Sport Skateboarden ist völlig in der Kultur und das hat mich extrem angemacht und mal so ein bisschen den Reiz gegeben, um das auszuprobieren. Also die erste Kollektion in dem Sinn, die wir mit Kollegen gemacht haben, oder ich, ist noch ein schleichender Prozess. Also zuerst haben wir können T-Shirt, Hoodies und Caps können verkaufen. Das war 1997, wo wir quasi mit No Way den ersten Verkaufspunkt hatten. Und dann bin ich mit dem Zug durch die ganze Schweiz gereist mit Plastiksack und in allen Shops anklopfen und auch das Zeug vorgestellt. Wo dann so 1-2 grössere dazugekommen sind wie der Beach Mountain. Das war vielleicht etwa 2 Jahre später. Dann habe ich wirklich eine ganze Kollektion auf die Beine gestellt. Ich sehe einfach, dass überall, wo wir so ein bisschen mit den Pop-Up-Stores dabei sind, hat es mega gute Reaktionen gehabt. Und man muss einfach irgendwie quasi etwas probieren. Du musst dein Zeug können zeigen und es ist das Einfachste, wenn du in einer Stadt wie Helsinki dein Zeug ausstellen kannst. Dann kannst du die Leute auch einladen dahin. Ich habe gleichzeitig das ganze Design und auch das Fotostudio quasi in einem Raum haben. Und das ist sicher das, was immer ein Traum war von mir. Inspirationen für Kollektionen, die hole ich mir aus dem Alltag, würde ich jetzt mal sagen. Und bestimmt auch mit den Blogs, Büchern, mit Konzerten, mit allerlei Sachen, die du euch im Tag begegnest. Und das sind dann so die Anhaltspunkte für neue Ideen. Für mich sind Materialien, die wir verwenden. Also wir immer versuchen, dass wir selber unsere eigenen Stoffe produzieren, printen und so weiter. Dass das Design immer von uns aus ist und nicht irgendwie ein eingekaufter Stoff, so gut es geht. Und das hat jetzt in den letzten 3 Kollektionen immer gut geklappt. Und dort ist auch wichtig, dass du mega viel Sample und Muster machen lässt und verhandelst und schaust, dass das Zeug wirklich so kommt, wie du willst. Der Ausblick jetzt für dieses Jahr ist sicher, ich bin jetzt mega mich am Vorbereiten, wie wir das 20-jährige Jubiläum haben dieses Jahr. Und da würde ich gerne so 2-3 neue Teile machen oder sogar 3-4-5 Teile, die quasi nicht mehr in der Kollektion waren. Da sind wir jetzt auch am Samplen und schauen, was am besten kommt. Und da schauen wir, dass wir es spätestens im Herbst releasen, eventuell schon ein bisschen vorher. Was ich auch hoffe ist, vielleicht würde ich sogar etwas hier in Helsinki in dem Studio einrichten, wo ich selber vor Ort ein paar Sachen drucken, siebdrucken, quasi back to the roots.
und dann einfach sehr authentisch einfach wirklich Sachen da machen und auch gerade am Endkunden können ausprobieren. Das ist sicher so ein Wunsch und Ziel.